Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie heute zu dieser wunderbaren Zugreise bei Void Train. Und wir starten neu in das Spiel rein. Das ist auch neu, das Spiel. Und wir gucken mal an, was es so mit sich bringt. Es ist ein Early Access Game, das heißt, es ist noch nicht fertig und kann auch natürlich durchaus ein paar Bugs bereithalten. Da bin ich mal gespannt, wie viele das sind. Ob die störend sind oder. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst gern ein Abo da. Das würde mich echt freuen. Daumen nach oben. Und über Kommentare freue ich mich ganz extrem. Und dann legen wir einfach mal los. So. Wir gucken uns mal kurz den Charakter an. Ein Kopf. Können wir alt machen, jung lassen. Körper. Heftig schlank. Wir können den verschiedene Jacken geben. Wie viele gibt es maximal? 6 Stück, okay. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. So ein Pulli wäre irgendwie nice. Mal gucken, was wir noch so haben. Hose. Sieht man natürlich aufgrund des Nebels sehr gut. Aber die da scheint gar nicht so verkehrt zu sein. Genau das machen wir jetzt. So, dann können wir zurückgehen. Wir machen ein neues Spiel. Und genießen das Intro. Sometimes the spirit of adventure beckons so much, it's pointless to resist it. Some people find enough courage to get on a train and head off into outer space. No. Also no. Wrong again. These are all wrong stories. Ah, there it is, the forest. This train was passing through impenetrable, dense forests. However, that was not a nameless journey, but a long way up here, right into the heart of the endless snowy nowhere. A perfect place for those who prefer tranquility, silence, and minus 45 degrees outside the window. Brr. Meet the man who made off into this palace of silence, the engineer. He'll be here on watch duty for many long and cold months, until the next lucky guy strides in to replace him. If one comes through at all, of course. But there's no need to feel sorry for him. Although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here. Especially if you're curious enough. Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive. These people notice things that elude the average person. Okay. And everything would have been fine in this adventure if the blizzard had not started at the wrong time. The chilly wind blew the engineer off the trail, which he immediately lost sight of. His fingers instantly turned into ice, like everything else around him. The last hope of salvation, a map of the terrain, treacherously slipped out of his hands. Luckily, the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long. All of a sudden, in the middle of snowy nowhere, it appeared. A door to... Where to, by the way? The building didn't seem to be on the engineer's maps. Na, klopf, klopf. Oh, das Anybody ist klopf. This is how it all usually starts. In that strange hut, there was nothing. No people, no warmth. Only darkness. Ah, da können wir uns schon bewegen. Ja, was können wir machen? Wir können uns bewegen, wir können springen, wir können kriechen, wir können sprinten und wir können interagieren. Also typische Standardsteuerung. Oh, die Maus ist aber... kurzer Moment. Ohne Momento. Nein, da. 30. Probieren wir es mal. Ja, warum nicht? Speicher schon mal. Ja, ist angenehmer. Okay. Probieren wir es so.
Spiral, Kalko, Sana, Xerp, Fyron, Gogo. Okay. Na, haben wir uns ein bisschen aufgewärmt. Was ist das hier? Sieht so nach Öl aus oder so. Ein Schlauch. The door remains impregnable. There is too much snow outside. Okay, danke für die Erklärung. Cool. Na, vielleicht auch nicht. Ja, ausrasten hilft. If I were you, I'd look for a key. Or something that looks like a key. Maybe just something heavy. Okay. Finde etwas, womit wir den Sicherungskasten aufmachen können. Ah, sehr schön. Achso. Hat eine große Reichweite. Oh. Und tschüss. Ach, der ist wieder da. Cool. Interessant, diese Portale. Okay, gucken wir weiter. Ja, da ist doch eine Lampe. Mach die doch mal an. Bisschen Licht hier. So, okay, das scheint schon der erste Part vom Zug zu sein. Ich gucke aber erstmal hier noch weiter. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Ne, doch nicht. Das waren die Schiene, die uns blockiert haben. Wow, besser. Hier ist uns nichts. Ich hätte gerne selber eine Fackel. Aber ich habe gar nichts. So, was haben wir hier noch? Schade, die funktioniert nicht, die Tröd. Okay, also haben wir uns jetzt schon ganz gut umgeguckt. Ach, guck mal. Da ist doch was. Ein Bild. Haben wir das jetzt eingesteckt? Warum? Ach, wir können jetzt nach und nach alles aufmachen. Da sind Runen drauf. Okay. Well, I don't think that's going to help. Toll, ich freue mich drüber. Können wir was trinken immer wieder. Das hilft. Oha. Ja, das passt besser. Sonst muss man aufmachen. Nee, ne? Ah, das ist unser, dieses A ist unser Missionssymbol quasi. Da oben rechts sehen wir es auch. Ja, wahrscheinlich gibt es das als A, B und C vielleicht später. I'm afraid there's nothing left to fix with a hammer. Any other ideas? Bestimmt. Wo ist das A? Es bleibt hier. Super. Okay, die ist kaputt. Wir haben eine neue dabei. Oder haben wir ein bisschen Tape drum gemacht? Oh, and so my glorious hero, having passed all the hardships of his watch, finally obtains a light in order to, to notice something strange on the table. Okay, mein Schalter.
Okay, das sieht so aus wie diese kleinen Tore hier. Hauen wir den Schalter mal rein, wa? Na? Okay, vielleicht auch nicht. Das sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Aua. Das Void. You're finally awake. A typical day on watch, huh? Was ist das? Pack den Hammer aus. Okay, wir tun uns doch nichts. Aber interessante Gegend, wo wir sind. Das Ding da hinten, okay. Okay, im Void gibt es keinerlei Schwerkraft. Springe vom Zug und orientiere dich in die gewünschte Bewegungsrichtung. Halte F gedrückt, um dich mit einem Seil auf den Zug hochzuziehen. Okay. Ups. Okay. Dann können wir jetzt hier so hin und her schwimmen. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. Öffne das Tagebuch. Haben wir gemacht. Of course, such an inventive mind wouldn't have any trouble figuring out the mechanism of a simple trolley. Wir ziehen uns jetzt wieder ran. Okay. Wie komme ich denn wieder auf den Zug drauf? Ah, okay. Quasi einfach landen. Gut. Au. Löse die Bremse. Was ist die Bremse? Was ist das hier? Der Schalthebel. Okay. Die richtige Richtung. Try pulling the other lever. Ah, okay. Es war nicht die richtige Richtung. All right now. Just slowly. Was ist das da? Minispiel. Warte erstmal. Ich will wissen, was das ist. Das leuchtet so schön. Und danach machen wir hiermit ein Minispiel. Eis. Das war Eis. Okay. Ja, okay, also wenn man einfach nur drüber kommt, dann landet man schon. Chemikalie. Hier war doch noch was. Da. Noch mehr Eis. Okay, also die Anziehungskraft von dem Ding hier ist groß. Okay, dann so. Okay, alles klar. That's a useful book you've picked up. Ja. Is the author some kind of scientist or inventor? Okay. I hope he's not too upset that we stole his train. That was awkward. Dadurch werden wir jetzt immer schneller. Oh, das war ein Fünffacher sogar, wenn wir den Goldenen treffen. Sättigung. Stirbst du zwar nicht, aber die alle. Okay. Also müssen wir auch essen zwischendurch.
Okay, also wir müssen auch solche Sachen da sammeln. Die jetzt irgendwie so abgelenkt durch das Spiel. Was zur Hölle? Okay, das Ding ist explodiert, was hier war. Einfach explodiert. Okay. Da ist sowas. Hey, das war Holz. Eis. Chemikalie. Oh. Das Ding hat mich schon. Machen wir weiter. Ich guck mal, was ich unterwegs vielleicht rausfischen kann. Hier zum Beispiel Holz. Da noch ein bisschen. Kriegen wir den noch? Chemikalien, sehr gut. Was haben wir hier? Aua, der hat uns erwischt. Den da kriegen wir noch. Haben wir nochmal Holz? Da haben wir noch ein paar Sachen, die holen wir uns auch noch. Ist zweimal Eis, ne? Zweimal Eis. Sehr gut, das Seil geht durch. Das ist wichtig. Sonst hätte nämlich jetzt ein Problem gehabt. Hier nochmal Chemikalien, das Holz lasse ich da liegen, weil ich das da haben will. Was auch nur Holz ist, sehe ich gerade. Oh, die sind so nervig. Da ist noch was. Und dann kriegen wir schon wieder einen über. Glück gehabt. Bauen. Gucken wir uns jetzt an. Okay, drücke. Ich mach mal kurz hier. Stopp. Ach, wir können gar nicht weiter zurück, ne? Das wird uns da direkt abgeschnitten. Also das, was wir jetzt nicht haben, ist auch weg, oder? Oder? Es kommt näher. Also es geht nicht zurück. Was passiert jetzt? Okay. Gesperrt. So. Nee. Gebremst bleiben wir erstmal. Also das ist auf jeden Fall ein Stopper. Das heißt, irgendwann kommen wir nicht weiter zurück, deswegen müssen wir gucken, dass wir alles mitnehmen. Weil sonst kriegen wir es nicht mehr. So. Okay. Also, wir konnten bauen. Was ist das? Roffel-Emo? Keine Ahnung. Forschungstisch. Wir haben auch genug Zeug. Dann können wir den direkt bauen. Die Frage, wohin? Drehen mit R. So vielleicht. Okay, da hinten können wir den nicht hinmachen. Das heißt, da. Sehr schön. Da gucken wir uns das mal an. Okay, wähle einen Entwurf. Schmelzofen oder ein Container? Container können wir noch nicht machen. Wir müssen erst den Schmelzofen machen. Dafür fehlen uns diese eingewickelten Barren oder wie auch immer man das nennen will. So. Das heißt, wir gucken, dass wir die jetzt nach Möglichkeit kriegen. So, das heißt, wir schwimmen jetzt hier rum. Wir müssen gucken, dass wir da das Zeug kriegen. Das ist Holz nur. Okay.
Da haben wir eins. Da hinten ist noch eins. Muss mal kurz die Bremse drücken. Damit wir nämlich das Ganze hier einsammeln können. Bin gespannt, ob wir irgendwann mal ein längeres Seil kriegen. Ach, jetzt haben wir sogar noch eins plus bekommen. Sehr schön. Nehmen wir uns hier das Eis noch mit. Und da ist sogar noch eins. Erstmal aber hier das. Okay, ich komme nicht weiter. Was haben wir da? Ah, noch eins. Okay. Das ist Metallschrott also. Okay, dann landen wir wieder. Wir haben mehr als genug davon. Ups. Kann ich mit dem jetzt was machen oder ist das einfach kaputt? Das tut mir jetzt schon ein bisschen leid. So, machen wir erstmal das hier. Okay, schon fertig. Als nächstes kommt das hier. Dafür brauchen wir aber erstmal den Schmelzofen bestimmt gebaut. Ja, wo machen wir den jetzt hin? Vielleicht so? Okay. Also, wir brauchen mehr vom Metallschrott. Was brauchen wir denn für den, hier? Für dich. Okay. Also es sieht nach einem Eisenbahn aus. Ich finde es schade, dass ich mir das nicht genau angucken kann, damit ich das genau sehe. Brennstoffe. Fettholz, robustes Holz, Kohle, okay. Gut, wir brauchen noch ein bisschen von dem Metallschrott. Und hat er nicht gerade noch eins? Ah doch. Das ist gerade so ineinander geschmolzen irgendwie. So, hier ist nix. Das ist nur Holz. Aber kann man auch brauchen. Komm. Kann ich eigentlich auch schneller? Oh ja. Hopp. Okay. Aber ich habe nicht gesehen. Kurz die Bremse. Und ich glaube, da war noch eins. Nee, war es doch nicht. Die explodieren nicht, ne? Die pusten mich aber weg. Da ist noch was. Da komme ich aber nicht ran. Bisschen Eis, bisschen Holz, wunderbar. Nochmal kurz hier unten gucken. Oh, ernsthaft? Ich komme nicht dran. Da ist Metallschrott. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse nochmal. Stürzen uns wieder in den Void. Sehr gut. Das haben wir schon mal. Aber auch nochmal Metallschrott. Sehr gut. Holz.
Biostoff. Okay, das haben wir auch alles. So. Dann können wir hier uns noch Holz holen. Also ist schon ein ziemlich gestes Grind, würde ich sagen. Ne? Also man ist hier die ganze Zeit am gucken, wo hat man was, wo ist noch was. Was ist das da? Okay, das war der Schatten von dem Ding. So, nochmal kurze Pause. Dann können wir einmal das hier reinschieben. Dann brauchen wir ein bisschen Holz. Ja, keine Ahnung, mach mal 5 rein. Ja, nee. So, gut, dass Escape geht. Ah. Rechter Mausklick ging. Nochmal. Ah, sehr gut. So, dann wird das Ganze gemacht und Brennstoff verbraucht. Perfekt. So, und dann habe ich den jetzt und kann das nicht machen. Ich habe den noch nicht. Ender holen. Aha. Jetzt kann ich den machen. Sehr schön. Also ich kann ihn nicht machen, ich kann ihn erstmal nur erforschen. So, und dann haben wir auch wieder neue Sachen freigeschaltet. Stufe 2. Ich kann eine Werkbank machen, dafür brauche ich nochmal Eisen. Nochmal Eisen und einmal Kupfer. Okay. Einmal Eisen, einmal Kupfer. Kriegen wir davon schon was hin? Kupfer kriegen wir tatsächlich hin. Dann mach das mal. Habe nicht gesehen. Zu spät. Okay, da ist noch was. Sammeln wir erstmal das Eis auf. Hier haben wir nochmal Schrott. Sehr nice. Ich könnte mal hier kurz die Bremse losstellen. Damit wir ein bisschen weiterkommen. So. Einmal Holz. Nochmal Holz. Oh, oh, oh. Einmal das hier. Und da war hier noch einer. Oh. Was haben wir hier? Nix. Ja, nix. Da ist noch was. Und da auch. So, so. Und da noch rüber. Okay. Und nochmal die Bremse reingehauen. Super. Okay, ich habe einmal Kupfer bekommen. Dann möchte ich davon 2 haben. Während das wird, mache ich dich mal rein. Du bist fertig, dann dich rein. Du bist fertig. Und die Schreien. Perfekt. Dadurch haben wir jetzt richtig viel erforscht schon. Das ist gar nicht so verkehrt. So ein bisschen nerven die. Also das muss ich schon sagen. Achte. Was ist das? Holz. Okay. Das sah aufgrund von der Position so ein bisschen anders aus. So. Was können wir jetzt bauen? Holzboden. Eleganter Boden. Void Train Modell. Okay, den können wir auch bauen, weil wir Unterstützer sind. Wandpflanze. Eine Werkbank. Ein Container. Einen schönen Sessel. Und noch eine Ankleide. Okay. Für den Container brauche ich 2 Eisen.
und nochmal 2 für die Werkbank. Das ist unser nächstes Ziel. Das heißt, ich brauche 4 Eisen. Das heißt 10. Ne, Quatsch, 8, wenn. 8. Ich brauche tatsächlich 8 von denen. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, wir sind schon ganz gut weit gekommen erst für die erste Folge. Den sehe ich da. Der ist doch neu respawned. Als ob ich den übersehen habe. Oh, komm. Okay. Den hole ich mir aber auf jeden Fall mit. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und ihr wollt mehr von dem Spiel sehen, dann gern ein Abo dalassen. Über Kommentar... Oh, okay. Über Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Madet Jod, schwingt der Hut, grüß euch Jod, ich bin fort.